Es gibt freie Wahlen und das große Problem, was Politik insgesamt hat, ist dafür zu sorgen, dass die Wahlbeteiligung wieder steigt. Und für meine Begriffe ist es unheimlich wichtig, dass man da glaubwürdig ist bei dieser ganzen Geschichte. Deswegen wehre ich mich auch dagegen, dass man in Wahlprogramme oder in Wahlversprechen Sachen aufnimmt, die utopisch sind und die gar nicht erreichbar sind. Klar muss man Zielsetzungen haben, klar muss man eine Fantasie, eine Vision haben und sagen, da möchte ich hin. Aber es bringt nichts zu sagen, also ich sage jetzt mal einfach, wir schaffen in Limburg die Grundsteuer ab oder sowas. Das wird nicht machbar sein, das muss man auch deutlich sagen. Es geht darum, dass man realitätsbezogen Wahrheit auch lebt in der Politik. Also zunächst mal ist es zweigeteilt. Es gibt kein besseres System als die Demokratie. Das braucht man nicht drüber zu reden. Und das hängt A, auf der einen Seite die Politiker, die da sind, und auf der anderen Seite die Wählerinnen und Wähler, die Bürger, die da sind, die ein Recht haben auf eine gute Politik. Und das ist auch ein Geben und Nehmen. Also Politik muss anbieten, zu beteiligen. Politik muss anbieten, wahrheitsgemäß zu agieren, auch den Menschen zu sagen, wenn etwas nicht gut läuft oder wenn man eine gewisse Belastung ihnen angedeihen lassen muss, aus verschiedenen Gründen, das auch offen und ehrlich zu sagen. Und umgekehrt müssen Bürger auch auf die Politik zugehen und müssen sagen, ich will mich engagieren. Und da hängt auch ein Großteil dessen, dass Leute zu Hause sitzen und sagen, ich kann eh nichts ändern. Das ändert sich sowieso, die machen eh, was sie wollen oder sonstige Dinge. Wenn ich mich aber selber nicht engagiere, dann ist das auch ein großes Problem. Dann kann ich nicht auf die schennen, die dann engagieren, sich tun oder sich für die Stadt engagieren oder für das Gemeinwesen engagieren. Also es ist schon zweigeteilt. Die Bürger müssen sich auch selber aktivieren. Politik muss dafür die Rahmenbedingungen setzen. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil Sie gefragt haben, wie es in Limburg aussieht, wo wir sagen, wir wollen mehr Bürgerbeteiligung, wir wollen mehr anbieten, dass Bürger sich außerhalb von Wahlen auch äußern können, sagen, wie sieht es aus, zum Beispiel bei Neumarktgestaltung, was wollen wir beim Thema Schafsberg, was wollen wir an verschiedenen anderen Punkten? Und das ist ein wichtiger Punkt. Also wenn Sie jetzt nur die Wirtschaft ansprechen, wir haben in Limburg natürlich exzellente Bedingungen. Wir haben eine tolle Infrastruktur, die findet man so schnell nicht irgendwo. Wir haben die Autobahn, wir haben den ICE, wir haben die B49, die ja schrittweise jetzt irgendwann mal vierspurig ausgebaut wird. Insofern ist Limburg ein Magnet und wir müssen an diesem Magnet weiterarbeiten. Insofern ist es richtig, was Dr. Marius Hanau im Bürgermeisterwahlkampf gesagt hat, eine Hochschule hier anzusiedeln. Wenn Sie heute mit Unternehmen reden, die international tätig sind, die hier in Limburg ansässig sind, dann sagt ihr, wir haben ein großes Problem, Menschen zu bewegen, die Ingenieur sind, hierher zu kommen, hier zu arbeiten, weil die Jugend, wenn sie denn das Studium zum Studium hier weggeht und die dann wieder zurückzuholen, ist ein großes Problem. Das heißt, die Hochschule ist ein Standortfaktor. Ausweisung weiter Gewerbegebiete werden wir tun müssen. Wir haben eine riesige Nachfrage. Man darf auch nicht alles nehmen an der Stelle, muss man auch klar sagen. Und wir müssen das ICE-Gebiet jetzt weiterentwickeln und müssen sehen, dass wir da zügig zum Zuge kommen. Wir wollen mehr Arbeitsplätze hier in Limburg schaffen, damit auch die Wirtschaftskraft erhöhen, damit auch die Einnahmen der Stadt erhöhen. Also wir haben ja, die Obi-Ansiedlung ist beschlossen, also Obi kommt hin, das ist Handel, braucht man nicht drum herum zu reden. Wir wollen aber keinen weiteren Einzelhandel an dieser Stelle und ich glaube schon, wenn momentan sehr viele Ansiedlungsgespräche laufen, dass das auch gelingen wird, dass wir peu à peu vielleicht mit einer größeren Ansiedlung, mit vielen kleineren Ansiedlungen an der Stelle es hinbekommen, auch ohne Einzelhandel das ICE-Gebiet qualitativ hochwertig zu besetzen. Also das nächste Mal ist das Thema Verlässlichkeit als Stadt. Wir müssen dafür sorgen, dass Sie die Flächen bekommen, die Sie auch brauchen. Sie haben vorhin genannt, Harmonic Drive, die Tochter Ovalo hat oben gebaut. Die haben Pläne weiter zu erweitern. Da sind Optionsflächen da, die entsprechend hinkommen. Wir haben dafür gesorgt, gemeinsam mit dem ehemaligen Bürgermeister, dass die Blechwarenfabrik umsiedeln kann innerhalb von Limburg, hier in Limburg bleibt. Also das erste ist das Thema Verlässlichkeit hinsichtlich der Flächenverfügbarkeit, aber auch hinsichtlich der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerhöhe. Und es gibt dieses Projekt, ich muss leider wieder auf die Hochschule kommen, wenn Sie wirklich mit diesen Gesprächen, mit den Firmen Gespräche führen, sagen die, wir wollen gerne auch selber investieren in duale Studiengänge, die hier vor Ort sind, damit wir junge Leute hier halten, damit wir die Stellen, die frei sind, auch wieder besetzen können an dieser Stelle. Insofern ist Limburg als Stadt schon gefordert, das zu tun. Und ich glaube nicht, Sie haben vorhin gesagt, das dauert 6 Jahre. Ich glaube nicht, dass es 6 Jahre dauert. Wir reden momentan darüber, das ist ja auch im Landtag beschlossen worden, eine Außenstelle der Technischen Hochschule Marburg hier einzurichten, in Mittelhessen hier einzurichten. Das könnte schneller gehen. Es gibt Flächen im ICE-Gebiet, die frei sind, wo man so etwas relativ schnell realisieren könnte, in der Bodenmanagementbehörde.